Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Zavi-Exklusiv-Unboxing hier bei Andis Kinoblog. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und guckt, was ich denn da heute habe. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Steelbook von Zavi exklusiv. Percy Jackson, Diebe im Olymp, und das habe ich von Zavi bekommen gestern. Leider habe ich es nicht geschafft, noch ein Unboxing gestern zu machen, deswegen kommt dieses Unboxing heute. Und da ich ja ganz, ganz großer Percy Jackson Fan bin, musste ich natürlich auch dieses schöne Steelbook mir über Zavi bestellen. Es ist jetzt nicht exklusiv Zavi. Ich habe es auch schon bei Amazon UK gesehen und daher, naja gut, ich habe es trotzdem bei Zavi bestellt und ich hatte, glaube ich, jetzt hier für dieses Ding 11 Euro gezahlt. Ich weiß nicht, ob es da noch gibt, es ist auf jeden Fall der erste Teil und ich hatte das vor, oh Gott, ich hatte das vor bestimmt 4-5 Wochen bestellt, so lange war das jetzt unterwegs gewesen, aber es ist, wie gesagt, jetzt endlich gekommen. Und dieses Steelbook ist wirklich wunderschön. Ich habe das bestellt, weil, wie gesagt, das Steelbook mir super gut gefallen hat und auch wirklich toll ist. Ja, bedauerlicherweise haben wir hier keine deutsche Tonspur drauf. Deswegen habe ich auch vor einiger Zeit Percy Jackson, beziehungsweise Percy Jackson habe ich ja eigentlich schon seit einem Jahr auf einer normalen Blu-ray, und da habe ich halt ausgetauscht, habe ich hier die deutsche Tonspur reingetan mit dem Film. Und ja, hier haben wir so ein Viertel Banner drin und original haben wir hier eine DTS HD Master Audio 5.1 Spur in Englisch drauf. Ich zoome es mal ran, könnt ihr das sehen. Und das, und dieselbe Tonspur haben wir auch in Deutsch. Insgesamt der Lauflänge von Percy Jackson haben wir hier 113 Minuten. Das haben wir natürlich auch bei der deutschen Version. Und natürlich haben wir jede Menge Extras dabei und so weiter und so fort. Ja, das Steelbook an sich sieht so aus. Natürlich haben wir hier den englischen Titel, aber das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, Percy Jacksons Diebe um Olymp ist der deutsche Titel. Von der Seite sieht das Steelbook so aus. Und von hinten so. Sieht auch sehr geil aus, wo der Percy den Herrscherblitz in der Hand hält von Zeus. Und auf jeden Fall ein hammergeiles Steelbook. Ja, das Steelbook hier ist auch glatt mattiert. Hat trotzdem einen Metallglanzeffekt, wenn ihr das mal seht. Sieht ziemlich cool aus. Also ich mag das ja. Und ich mache das jetzt einfach mal auf und hole mal die Discs raus. Die original englische CD sah auch so aus, war die gleiche. Das ist jetzt die deutsche, wie gesagt. Und wir haben auch eine DTS HD Mastered Audiospur drauf. Und dann ist bei der deutschen Geschichte, haben wir natürlich hier noch den, ja, Code dafür. Den Dolby, den Copy Code hier. Digital Copy Code, mein Gott. Und ja, den kann man brauchen, muss man aber nicht. Dann ist noch eine DVD dabei gewesen. Die habe ich jetzt so mit da reingemacht. Und dann haben wir nochmal den Digital Copy Code oder die Digital Copy Version auf CD. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Layout von der Disc ist natürlich zum Cover. Sieht auch sehr gut aus. Und wenn ich das mal rausmache, seht ihr jetzt schon das, den Innendruck von der Uma Thurman als Medusa. Und da steht sie natürlich neben einem oder neben zwei versteinerten Figuren. Und warum das so ist und ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall angucken. Und ja, das war eigentlich mein Unboxing zu Percy Jackson, Diebe im Olymp. Und ich kann von meiner Seite aus ganz klar sagen, dieses Steelbook ist wieder ein absolutes Highlight in meiner Sammlung und ich freue mich, dass ich die gekauft habe. Absolut genial und sage ganz klar, klare Kaufentscheidung. Und ich hoffe, ich konnte jetzt bei dem ein oder anderen von euch eine Kaufentscheidung herbeiführen. Das ist nämlich wirklich eine sehr, sehr coole Blu-ray Steelbook, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ja, das war es von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Unboxing-Video. Und da kann ich schon versprechen, das wird mit Sicherheit kommen. Auch wenn der ein oder andere das nicht möchte. Aber egal. Wir sehen uns und ich grüße euch. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.